Hallo und herzlich willkommen zu Nähmit einfach bunt, die Harrison Belt Bag von Noodlehead. Ich bin Verena Schmidt von einfach bunt Quilts und in dem Video erzähle ich ein bisschen was über die Materialwahl und den Zuschnitt von der Harrison Belt Bag von Anna Graham Noodlehead. Die Harrison Belt Bag ist eine eher kleine Tasche mit einem verstellbaren Träger. Man kann ihn super bequem quer über der Schulter tragen vorne. Oder auch hinten. Wenn man die Träger ein bisschen kürzer macht, dann könnte man sie tatsächlich auch so als Gürteltasche tragen. Ich habe meine seit ein paar Wochen in täglicher Benutzung und ich liebe sie sehr. Sie hat ein Reißverschlussfach hinten, da habe ich das Handy drin. Dann hat sie eine Reißverschlusstasche innen. Da habe ich Taschentücher, Handcreme, Mädelskram drin und dann auch noch einen Geldbeutel, eine Einkaufstasche und ja, eine Brille würde auch noch reinpassen. Wenn man einen kleineren Geldbeutel hat, dann hat auch ein Buchplatz oder ein E-Book-Reader. Also ich würde sagen, sie ist klein, aber oho. Zum Material für die Harrison Belt Bag. Das ist eigentlich recht übersichtlich. Man braucht einen Hauptstoff für die Tasche außen, einen Klappenstoff und einen Futterstoff. Die Anna Graham empfiehlt Stoffe von ungefähr 6 bis 8 Unzen. Das sind so 190 bis 270 Gramm pro Quadratmeter. Die Essex Linen von Kaufmann zum Beispiel haben ungefähr 190 Gramm pro Quadratmeter. Die Canvas-Stoffe von Cotton and Steel haben ungefähr 210 Gramm pro Quadratmeter. Und der gewachste Canvas von Mind the Maker, den man auch wunderbar benutzen kann für die Tasche, hat ungefähr 230 Gramm pro Quadratmeter. Tatsächlich habe ich ausprobiert, eine Tasche aus das Außenteil aus einem ganz normalen Patchwork-Stoff zu machen. Also eigentlich eine bisschen leichtere Qualität als das, was Anna Graham sagt. Und ich finde, mit diesen Fliesen, die da drin sind, ist es auch ganz wunderbar stabil. Also ich würde es auch mit Patchwork-Stoff außen machen. Auch als Klappe. Fürs Futter nehmen wir einfach einen Patchwork-Baumwollstoff. Die haben so zwischen 220 und 240 Gramm pro Quadratmeter. Die Stoffteile werden hinterbügelt mit einem dünnen Bügelvlies mit einer Gewebeeinlage. Dafür kann man entweder das amerikanische Produkt nehmen, SF101, oder das von Fieseline Freudenberg G700. Ich finde, die sind ähnlich genug. Die Teile werden zum Teil, also die Fließteile werden zum Teil doppelt aufgebügelt. Das zeige ich dann beim Zuschnitt. Dann, wie ihr schon gesehen habt, bei meinen Taschen, diese Verschlüsse kann man ganz variabel gestalten. Der hier ist super schick, das ist quasi ein kleiner Karabiner und ein D-Ring auf einem Lederband aufgebracht. Das befestigt man mit Buchschrauben oder mit Nieten. Nieten würde man rein stanzen, also Löcher reinmachen und dann stanzen. Die Buchschrauben, da muss man auch Löcher reinmachen, dann steckt man die Buchschrauben durch und dreht die einfach zu. Dann kann man die Loks-Verschlüsse nehmen. Die liebe ich total, weil die recht einfach anzubringen sind. Man macht auch ein Loch rein, dann steckt man diesen Loks-Verschluss durch, dreht hinten diese Beilagscheibe drauf und fertig. Man kann ihn auch abmachen und wieder dran machen. Und was ich total praktisch finde, man kann quasi die Taschenklappe mit einer Hand aufmachen und kann dann gleich den Inhalt mit der anderen Hand greifen. Man kann auch diese Drehverschlüsse nehmen oder es gibt ja ganz tolle, viele verschiedene Verschlüsse, auch einfach einen Magnetverschluss. Ja, also da kann man mal schauen, was einem am besten gefällt. Ich finde, bei diesen Loks-Verschlüssen oder auch wenn man einen Magnetverschluss oder was Kleineres hinmacht, hat ein Lederlabel noch ganz gut Platz. Da gibt es ja auch ganz wunderbare Sachen. So, dann braucht man eben die Reißverschlüsse für hier innen. Und für außen, ich bin großer Fan von den Endlosreißverschlüssen. Die kann ich auf die Länge zuschneiden, die ich gerne hätte. Und dann nähe ich einfach drüber. Die Metallreißverschlüsse sind natürlich auch sehr schick. Mir ist es passiert, dass mein innerer Ausschnitt ein bisschen zu klein war. Und ich dann hier drüber nähen muss. Also da muss man aufpassen, dass man wirklich den Ausschnitt so wählt und so näht, dass man nicht über diese Metallzähnchen da drüber kommt. Zum Gurt. Das ist einfach ein Gurtband von einer
in Spreite, das sind 25 mm. Dazu braucht man dann die entsprechenden Karabiner und eine Leiterschnalle zum Verstellen. Und die entsprechenden D-Ringe von einem Inch kommen dann direkt an den Taschenkörper hin. Es gibt auch fertige verstellbare Gurte zu kaufen in allen Variationen. Wirklich große Vielfalt und ganz schick. Noch kurz zum Garn. Die Anna Graham empfiehlt ein Polyestergarn, weil es ein bisschen kräftiger ist. Ich finde, die kleine Tasche muss nicht so viel aushalten. Ich werde jetzt das einfach mit dem passenden Baumwollgarn, 50er Baumwollgarn, nur nähen. Es gibt inzwischen auch Garn aus Organic Cotton, also aus Bio-Baumwolle. Das ist auch ein bisschen fester. Ich finde es eigentlich ganz gut zu nähen. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert. Ja, das war's an Material. Jetzt schauen wir uns die Zuschnitte an. Ganz kurz, wie die Teile der Tasche heißen. Das ist der Strap, also der Gurt. Das ist die Flap, also die Klappe. Das ist Front Panel, also die Vorderseite von der Tasche. Das ist Exterior Back, also die Rückseite der Tasche. Dann gibt es noch ein Main Lining Piece, also ein Hauptfutterstück. Es gibt den Interior Zipper, das heißt der innere Reißverschluss. Den Exterior Zipper, also den äußeren Reißverschluss. Dann gibt es noch die Strap Connectors, also die Ansatzteile für den Gurt. Ich habe mir die Teile alle zweimal ausgedruckt. Und zwar deswegen, weil man das Vlies zum Teil nach dem ganzen Schnitt ausschneidet und zum Teil ohne die Nahtzugabe. Das heißt, da steht dann auf dem Pattern Fusible Woven Interfacing, das ist die Gewebeeinlage, Two Dotted Line, das heißt nur bis zur gestrichelten Linie ausschneiden. Und weil ich ja mehrere mache und deswegen meinen Schnittteil nicht danach kleinschneiden möchte, habe ich die einfach doppelt geschnitten. Das ist quasi das Frontstück, das Rückenstück, die Klappe. Und bei dem ist es so, dass sie da keine Dotted Line quasi angezeichnet hat, aber trotzdem dieses Stück für dieses Seitenteil dann das Vlies kleiner geschnitten hat. Das heißt, ich habe das einfach umgefaltet. Das ist ja klein, das kann man machen. Das heißt, einmal schneidet man das Vlies so klein aus und den Stoff schneidet man dann groß aus. Ich habe, wie ihr seht, viel rumgemalt, wo Vlies zu schneiden ist, wo Außenstoff zu schneiden ist, wo Futterstoff zu schneiden ist, damit ich das immer gleich sehe. In dem Infokästchen unten schreibe ich euch die Übersetzung rein. Was heißt Fusible Woven Interfacing, was heißt Accent Fabric und so weiter. Dass auch die jetzt mit Englisch nicht so fit sind, auch wirklich was mit dem Schnittmuster anfangen können. Für ein paar Teile, die einfach nur Quadrate oder Rechtecke sind, gibt es wieder diese kleinen Kärtchen da von der Anna Graham. Das schneidet ihr dann einfach so zu, wie es draufsteht. Gibt es auch für Zentimeter und für Inch. Ich habe ja tatsächlich für diese Teile auch noch so kleine Kärtchen gemacht, weil ich bei der ersten und bei der zweiten dann immer noch nicht so genau wusste, welches Teil ist jetzt welches. Inzwischen bräuchte ich sie nicht mehr, aber ich mag es trotzdem ganz gern. So, in der Anleitung von der Anna Graham ist immer so ein Schnittplan. Das heißt, wie lege ich meine Schnittteile am effektivsten auf meine Stoffstücke drauf? Und ich finde, das ist ein wunderbarer Anhaltspunkt. Das könnt ihr benutzen. Und ich schneide jetzt die Teile alle mal aus und dann zeige ich, wie das ausschaut. Hier sind alle Teile zugeschnitten. Vom Futterstoff haben wir einmal ein Quadrat und einmal ein Rechteck. Das ist für das Futter, für die Reißverschlusstaschen. Die bekommen kein Bügelvlies drauf. Die können wir gleich mal auf die Seite tun. Dann haben wir das Hauptfutter. Das haben wir einmal aus Stoff, einmal Bügeleinlage groß, einmal Bügeleinlage klein.
Dann Taschenfront haben wir einmal Futterstoff mit Bügeleinlage klein, einmal Hauptstoff mit Bügeleinlage groß und Bügeleinlage klein. Hauptstoff Rückseitenteil, einmal Stoff, einmal Bügeleinlage groß, einmal Bügeleinlage klein. Dann die Teile, an denen die D-Ringe befestigt werden. Wenn ihr einen Stoff habt mit Richtung, also würde die Richtung so gehen, dann müsst ihr die spiegelverkehrt zuschneiden, die Stoffe. Also ein Stoff 1, ein Stoff 2 und zweimal Bügeleinlage klein. Dann haben wir eine kleine Besonderheit. Wenn ihr selbst euer Gurt macht, dann habt ihr hier zwei kleine Stückchen von Gurtband, an denen die D-Ringe drankommen. Wenn ihr einen fertigen Gurt habt, dann werdet ihr diese kleinen Stückchen hier nicht haben. Ja? Und da macht ihr euch einfach welche aus Stoff. Die müssen 4 Inch breit sein und so lang wie diese hier auch. Und dann würdet ihr euch da kleine Stoffstückchen nähen, vierfach gefaltet. Die sind dann so groß und die kommen dann dahin. Ich habe die jetzt aus demselben Stoff gemacht wie den Hauptstoff. Man kann das natürlich auch aus dem Klappenstoff machen oder aus einem Stoff, der ähnlich ist wie der Gurt. Dann haben wir noch aus dem Hauptstoff die kleinen Stoffstückchen, die am Ende von den Reißverschlüssen hinkommen, sowohl beim Endlosreißverschluss auch an die fertigen Metallreißverschlüsse. Und dann haben wir hier noch den Klappenstoff. Einmal Klappenstoff, einmal Bügeleinlage groß, einmal Bügeleinlage klein. So, und wie wird es jetzt gebügelt? Und schaut, wo ist die klebrige Seite, die ein bisschen rauer ist. Da kommt zuerst das Kleine drauf. Man hat immer ungefähr einen halben Inch hier rundherum Platz, also ungefähr 1 Zentimeter. Das bügele ich fest. Und dann bügele ich das große Stück vom Bügelvlies obendrauf. Also ich habe probiert, wie ich irgendwie den ganzen Zuschnitt ein bisschen schneller machen kann, indem ich nur diese kleinen Vliesstücke hier exakt zuschneide und Stoff und das größere Stück Bügelvlies ein bisschen nur grob. Aber es wird alles nicht so genau. Also ich würde jetzt erstmal für die, die es genau mögen, dabei bleiben, jedes von diesen Teilen immer einzeln auszuschneiden. So, und ich bügele die ganzen Stücke jetzt mal fest und dann schauen wir, wie es dann ausschaut. Jetzt sind die Zuschnittteile schon mal recht übersichtlich. Was ich noch sagen wollte, beim G700 bügele ich tatsächlich mit dem Bügeleisen auf dem Vlies direkt. Ich merke nicht, dass da mein Bügeleisen verklebt. Beim SF101 meine ich, dass es schon ein bisschen klebt. Also da besser ein Bügeltuch drüber legen. Hier zeige ich nochmal diese kleinen Teile, wo die D-Ringe rankommen, zur Mitte bügeln, zur Mitte bügeln. Hier wird dann abgesteppt und da kommen dann die D-Ringe dran. Ich fürchte, die D-Ringe habe ich vorhin unterschlagen. Ja, wenn ihr die aus Stoff macht. Wenn ihr die nicht aus Stoff macht, kommen da einfach diese Stückchen vom Gurtband dran. Und was ich auch schon gebügelt habe, sind diese kleinen Stückchen für die Reißverschlussenden. Einfach 1/4 Inch nach unten bügeln und die kommen dann einfach hier dann dran, aber das zeige ich beim Nähen. So, das war es jetzt schon mit dem ersten Teil von Näh mit einfach bunt, die Harrison Belt Bag von Noodlehead. Jetzt hat man die ganzen Zuschnittteile schon fertig, die legt man sich jetzt einfach neben die Nähmaschine und kann loslegen. Die halbe Arbeit ist schon gemacht. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann kauf gerne bei mir im Shop ein. Wenn du Hilfe brauchst bei der Stoffauswahl oder noch Fragen hast zu Zubehör, dann melde dich gerne bei mir. Ich helfe dir da gerne weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!